Wie an jedem Donnerstag sitzt Kinofan Clara auf ihrem Lieblingsplatz in ihrem Lieblingskino und wartet gespannt auf das Neueste, was ihr Hollywood zu bieten hat. Und wie jede Woche rechnet sie natürlich wieder mit nichts weniger als dem besten Film aller Zeiten. Aber ihre Euphorie in allen Ehren, die Filmgeschichte ist lang. Sie beginnt mit der Entwicklung der Fotografie zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Und obwohl die Idee des bewegten Bilds mindestens genauso alt ist wie die der Fotografie selbst, wird Film, wie wir ihn heute kennen, erst mit der Entwicklung der Fotografie möglich. Allerdings dauert es fast noch bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, bis die Fotografie und die Optik technisch so weit fortgeschritten sind, dass sie für den modernen Film relevant werden. Die ersten konkreten Schritte in Richtung Film als Medium ermöglicht Louis Le Prince. Ihm gelingt es 1886 erstmals, bewegte Bilder aufzunehmen. Und zwar mit 16 einzelnen Objektiven in einer gemeinsamen Schaltung. Bereits ein Jahr später entwickelt er aber schon eine Filmkamera, die nur noch ein Aufnahmeobjektiv verwendet. Eine weitere entscheidende Erfindung ist die Filmrolle, wodurch das Medium durch die Kamera gezogen und belichtet wird und so erst eine durchgehende Aufnahme möglich wird. Als die Geburtsstunde des Mediums Film gilt allerdings eher die erste Filmvorführung der Gebrüder Lumière im Jahre 1895. Ihr 35mm Cinematograph ist das erste Gerät, welches Aufnahme und Wiedergabe nach einem einheitlichen Prinzip verwendet. Während Sie im Medium Film allerdings nicht mehr sehen als eine bloße Ergänzung zur Fotografie, denkt der Illusionist und Theaterbesitzer Georges Méliès weiter. Er arbeitet als erster mit komplexen narrativen Strukturen und inszenierten Inhalten. Der Film als eigenständiges und einmaliges Medium ist geboren. Und obwohl Filme zu der Zeit noch ohne Ton produziert werden und daher nicht so viele Möglichkeiten bieten, entstehen bereits in kurzer Zeit diverse Genres und Stile. Als ein besonders bedeutender und wegweisender Spielfilm gilt beispielsweise der 1903 erschienene 13 Minuten lange Film The Great Train Robbery vom Amerikaner Edwin S. Porter. Als 1927 dann der Tonfilm eingeführt wird, revolutioniert er den Film. Tonfilm ermöglicht deutlich komplexere Filme und neue Gestaltungsmöglichkeiten, was wiederum viele neue Genres möglich macht. Als dann 1937 die ersten Farbfilme erscheinen, sind die essentiellen Grundbausteine für den modernen Film gelegt. Trotzdem, bis heute hat der Film immer aktuelle Neuerungen erfahren. Die Weiterentwicklungen umfassen alles von der Kameratechnologie über die Bild-, Licht- und Tontechnik bis hin zu Dramaturgie und Erzählstrukturen und natürlich den Einsatz von Trick- und computergenerierten Effekten. Von der technischen Spielerei hat sich der Film zum allgegenwärtigen Medium entwickelt, der Milliarden von Menschen begeistert. So natürlich auch unseren Kinofan Clara. Wobei sie auch diesmal wieder in ihrer Hoffnung auf den größten Film aller Zeiten bitterlich enttäuscht wird. Vielleicht ist das allerdings auch kein Wunder.